Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal aus der Küche, denn wir werden gleich backen. Es sieht auch noch voll schön hier aus. Erstmal vorab, wir haben heute zwei Videos gedreht. Julians Video müsst ihr euch einfach angucken. Ich verlinke es euch in der Infobox. Geht nicht drüber, dass es mir wieder schlecht. Und auch am Ende des Videos. Boah, ich habe mich fast übergeben, das war so ekelhaft. Und jetzt geht es erstmal hier an das Video. Wir machen eine Pizza-Challenge. Wir haben das schon mal bei Julian auf dem Kanal gemacht. Nur, dass da halt der Teig fertig war. Ja, und jetzt müssen wir den Teig sogar selber machen. Das hat eigentlich jeder schon mal gemacht, so einen Teig im Gesicht geknickt. Ja, das ist das, was ich nämlich noch nicht gesagt habe. Wir dürfen unsere Hände nicht benutzen. Das heißt, hier steht Mehl, Wasser, Backpulver, Salz, Tomatensauce, Käse und das Ganze wird jetzt ohne Hände zubereitet. Boah, ich muss mir jetzt so einen richtig hässlichen Look machen, Leute. Es tut mir leid, weil ich heute in diesem Video nicht ganz adrettiert aussehe. Aber wenn ich das... Kannst du sagen, wir sind in anderen Videos ganz adrettiert aus, oder was? Ich sehe da auf jeden Fall adrettierter aus. Ist das Bilou-Herz, was du dir eben tätowiert hast lassen? Das verrate ich nicht. So, okay, können wir jetzt anfangen? Ey, du fängst ja schon an. Und ja, auf die Plätze. Fertig. So. Aua! Scheiße! Pack deine Hände weg, du Vollidiot! Nicht den Rücken! Das geht voll gut! Wie viel Mehl brauchen wir denn? Wie soll ich denn jetzt das Wasser auf mein Mehl kriegen? Löffeln. Alter, dafür brauche ich 100 Jahre mit dem Löffeln. Ich habe mir eine Mulde gemacht. Willst du? Ja! Spinner, ey. Würdest du mir mal eben das Salz reichen, bitte? Was tut der da? Nein! 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 Du blödes Arschloch, hast mir den Löffel in den Rücken reingedrückt. Gib mir mal jetzt den Salz. Scheiße. Ne, das geht nicht. Ne, ich brauche mehr Wasser. Das hängt irgendwie alles einfach nur in meinem Gesicht, um mich aussehen, Julia. Fuck. Hilf mir doch! Oh, Scheiße! Scheiße! Oh, fuck! Willst du mich verarschen, dass du da sitzen bleibst? Du machst nicht gerade ernsthaft dein Video einfach weiter, deinen Teil. Wieso ist das so gut bei dir? Willst du mich verarschen? Du bist schon gar nicht gestört aus. Oh Mann, ich habe so viel Mehl in meiner Fresse hängen. Ich dachte, ich muss das mit meinem Gesicht kneten. Keine Ahnung, wieso du auf so eine schlaue Idee mit dem Löffel gekommen bist. Ich glaube, ich kriege gleich so einen Lachkrampf, wenn ich sehe, wie ich aussehe. Ey, Alter. Ich hab Teig. Ey! Na, Bianca! Ich brauch einen kleinen Löffel. Scheiße. Was? Was zieh ich aus meinem Teig? Aber ganz schnell! Ganz kurz, kann man festbeißen. Bitte, ganz kurz. Dann hör mich doch auf meinen Backpulver. Oh, danke. Da kommt einfach gar nichts drauf. Oh, willst du wie sind? Auch? Ja. Wieso kommt bei mir immer so viel raus? Julian, guck doch mal, ich krieg den Teig nicht mehr hier ab. Komm mal. Scheiße, wie sieht dein Teig so gut aus? Ist ja eklig. Was ist ja eklig, was da drüben passiert? Ey, komm, guck meinen Teig, guck meinen Teig. Au! Scheiße. Ach, wie geworden. Darf ich das jetzt mit der Hand hochheben, den Löffel? Also, ich frag, was macht die Bianca denn gerade da? Ich rolle jetzt den Teig mit meinem Kinn glatt. Du Nachmacher! Ich werde mein Kinn kurz einmehlen. Boah, das ist eine gute Idee. Es klebt nämlich schon so ein bisschen. Oh, warte, ich muss erst was anstellen. Hey. Mm.
Nein, das war meine Idee mit dem Einmehlen. Darum werde ich mich jetzt auch als erstes einmehlen. Ich habe Kraft in meinem Kopf. Ich esse das gleich, ne? Oh, ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Pizza langsam. Das ist meiner! Das ist meiner! Nein, ich! Ich kann mir jetzt auch mal einen Löffel nehmen. Ich glaube, mein ganzer Teig schmeckt einfach nur nach Backpulver. Meiner ist richtig gut. Ich glaube, ich habe gar nichts falsch gemacht. Dreh mich doch nicht weg, du Idiot! Ja, ich muss schon mal lernen, ich muss an die Soße drankommen. In der Mitte, sonst ist das unfair. In der Mitte, sonst ist das unfair. Ich wollte als erstes keinen nehmen. Geh doch mal einmal dein Leben weg. Du bist voll der Grobmotoriker, Bianca. Dein Ernst? Du bist doch die ganze Zeit im Keller, der Tatinger. Oh, mein Stuhl kippt. Mano! Hallo, ich hab einen Drehstuhl, pass mal auf. Bianca, lass es! Okay, was soll das? Ich bin richtig agro. Ich bin fertig. So. Wie kriegen wir jetzt den Backofen? Das ist auf jeden Fall der erste Teil des Videos. Jetzt müssen wir das Ganze in den Backofen befeuern. Boah, scheiße. Aber ist das? Boah, die ist ja richtig, richtig gut. Oh Gott, Leute, in diesem Video haben wir fast gar nicht geredet, ne? Ich konnte nicht. Ich war so höchst konzentriert. Ey, ohne Scheiß, Leute, ich mache euch jetzt eine Nahaufnahme von den Pizzen. Die sind so geil geworden. Die haben wir einfach mit unserem Gesicht geknetet und hey, du darfst kein Mehl benutzen, um die abzumachen. Habe ich auch nicht. Ja, aber das ist mir doch egal, was du hast und was du nicht hast. Bei dir ist allein schon, wie viel Salz da drin war. Scheiße, bei mir ist ungefähr 10 Kilo Salz reingefallen. Ich habe alles richtig präzise gemacht. Ich bin der präzise Mann! 210 Grad, 10 Minütchen erstmal. Pizza ist im Backofen, wir sehen uns gleich. So Leute, die Pizzen sind aus dem Ofen geholt. Ey, ohne Scheiß, die sehen so perfekt aus. Ey, als ihr am Anfang gehört habt, wir machen alles mit dem Mund, mit dem Gesicht. Hättet ihr gedacht, dass eine Pizza rauskommt? Ich hab gedacht, du kriegst doch nicht mal einen Teig zu machen. Jetzt zieh ich das mal rein. Aber ganz ehrlich, ja? Erstmal, wir sind ehrlich jetzt, versprochen. Jetzt einfach mal die Optik. Entschuldigung, du hast ein bisschen Teig im Gesicht hängen. Das kann gar nicht sein. Okay. Erstmal die Optik. Ich finde, die sehen beide gut aus. Wobei meine ein bisschen platter ist. Das stimmt. Deine sieht tatsächlich mehr so nach, also. Komm, für die Optik kriege ich einen Punkt. Meine ist richtig gut. Und ich dann gar keinen mehr, oder was? Okay, pass auf. Ich krieg 2 Punkte und du 2,5. Warum 2? Jetzt gebe ich dir einen halben Punkt mehr und du gibst wieder 2. Okay, okay. Okay, jetzt Konsistenz. Nix da Konsistenz. Deine ist sehr hart. Meine ist an manchen Stellen noch ein bisschen wabbelig. Ja, okay, komm. Dann gleicht sich das damit aus und sind wir wieder beide auf. Sagen wir beide 5 Punkte, ja? Okay. Okay, jetzt probieren wir mal ein Stück. Ich probiere auch gleich bei dir, also Fräulein. Prost. Okay. Überschrieben lecker. Die schmeckt mega lecker, aber bei mir sind ungefähr echt 1000 Kilo Salz drin. 1000? Willst du das mal tauschen? Oh fuck, das ist echt lecker. Sollen wir tauschen? Stellst du mir ein Stück ab? Ja. Deine schmeckt sehr, sehr lecker. Ich würde gerade sagen, bei dir fehlt ein bisschen Salz. Ich hab mir auch nur von deinem Riesensalzberg so eine kleine Ladung genommen. Ey, ich hab geschüttelt und ich hab nichts gesehen, aber einfach guck ich auf meinen Teller. Hättest du ein bisschen runter machen können. Also komm, wer ist der Gewinner, Bianca? Muss ich jetzt nicht mehr sagen, oder? Du bist der Gewinner. Ich hätte gedacht, das schmeckt jetzt wie der letzte Müll. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch schon mit unserer Pizza-Challenge. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich bin so gespannt auf die Aufnahmen, wie bescheuert das wirklich aussieht. Und wir essen jetzt noch unsere Pizza. Du vor allem. Wir essen Julians Pizza. Vergesst nicht, euch Julians neues Video anzugucken. Das ist so geil geworden. Ich verlinke es euch hier und sonst auch in der Infobox. Die erste Pizza-Challenge auch noch verlinken. Mhm. Zieht euch die mal rein. Und auf der Seite verlinke ich euch meine erste Pizza-Challenge. Hätte ich gar nicht gesagt. Das war eins deiner ersten Videos auf deinem Kanal. Ja,
Ich glaube, es war sogar meine erste Challenge, die ich hochgeladen habe. Und hinterlasst meinem Video unbedingt einen Daumen hoch. Nein, mach den nicht so, jetzt ist Schluss. Ihr dürft mich gerne kostenlos abonnieren. Dann müsst ihr Bianca 100 Gramm Bauernsülze essen. Und ihr 300.000. Hab euch ganz tolle lieb und danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Und jetzt erstmal hier zu Julians Video. Kannst du denken, wahrscheinlich fake, ne? Aber es ist echt geil.